Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Patrick Simon, kommentiere für Sport 1 nicht nur das ADAC GT Masters, sondern auch ADAC Formel 4. Ja, und kurz vor Sendungsbeginn zeige ich euch mal ganz kurz meinen Arbeitsplatz. Ja, willkommen hier am Kommentatorenplatz in der Com-Kabine. Kollege Jan Stecker, mit dem ich gemeinsam die ADAC GT Masters Rennen kommentiere, der bereitet sich noch vor. Das muss der auch. Ansonsten bin ich eigentlich startklar und ja, warte darauf, dass es losgeht. Wir sehen schon die ersten Bilder, sind aber noch nicht auf Sendung. Das passiert dann erst in knapp 5 Minuten. Ja, zum Arbeitsplatz selber. Wir haben natürlich Zeitnahmemonitor, um uns da ein bisschen zu orientieren. Ansonsten haben wir hier das Bild, das nationale Feed, auf das wir das Sport1-Bild kommentieren, plus das, was dann letztendlich beim Zuschauer zu Hause ankommt. Da sehen wir dann auch die Einblendungen, Hinweise auf andere Sendungen und so weiter und so fort. Ja, das ist mal das, was ich visuell brauche. Und dann haben wir natürlich hier unser Headset. Das setzt man dann eigentlich normalerweise auf. Kurz mal. Ja, und dann habe ich hier über das Ohr die Möglichkeit, vieles zu hören. Das geht dann über diese Sprechstelle, die hier unten aufgebaut ist. Natürlich kann ich unsere Kollegin unten in der Boxengasse hören. Das ist die Julia, mit der auch sprechen. Muss dann hier jeweils die Tasten dafür drücken, mit der Regie, mit Sport 1, mit der Technik, ganz wichtig. Also ein Toningenieur, der unten sitzt. Ich habe noch einen Assistenten mit dem Ralf hier, der uns betreut, falls während der Sendung was ist. Ja, und ansonsten kann ich auch mit Jan sprechen. Räuspertaste ist ganz wichtig, wenn man mal so einen kleinen Frosch im Hals hat, muss man vielleicht mal ganz kurz sich off-air schalten, das wäre dann hier die Räuspertaste. Und on-air natürlich, wenn es hier rot leuchtet, dann sind wir drauf, dann hören uns alle Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten oder natürlich auch über Sport1 Plus. Sport1.de überträgt ja auch via Stream die ganzen Rennen, sowohl das ADAC GT Masters als auch der Formel 4. Summa summarum sind das dann 16 GT Masters Rennen mit jeweils einer Stunde Renndauer und Vor- und Nachlauf und 24 Formel 4 Rennen, die ich dieses Jahr gemacht habe.